Also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part haben wir gemerkt, dass einiges in Hollow Bastion gerade schief läuft, weil vor allen Dingen Programme aus Tronsfell, jedenfalls herzlosen Programme, verrückt spielen und unten unter uns in diese Welt digitalisiert werden. Und das müssen wir natürlich stoppen. Also müssen wir zuerst gucken, was hat Xemnas CD mit dem MCP gemacht, dass der jetzt so am Durchdrehen ist. Und vor allen Dingen, wie geht es Tron? Diesen mehr jetzt. Gorge, hope Tron's okay. Me too. Let's head for the game grid. Great! The terminal works! Let's go! Ich weiß nur nicht, warum sie einen das spielen lassen. Aber okay. Alles, was wir machen, ist, zum Lichtrenner zu gehen. Finished? Would be, if it weren't for the old loon's magic. Old loon, you say? I'm trying to work here. Oh, I'll show you who's old. Done! There you go, Leon. One homemade program. A loony wizard special. This had better work. I'm off. Be on your guard. Du bist besser vorsichtig, damit meinte er eigentlich Sid, aber die andere Sache ist Merlin. Hätte er nicht gerade da das Programm fertig programmiert, dann hätten wir jetzt gar nichts in der Hand. Und würden hier nie wieder alles richten können. Weil er den Computer hochgejagt hat. Careful! Watch out! Hold on! Besiege alle Herzlosen. Was denn sonst? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier mit weniger Kämpfe durchkomme. Wie aus natürlich offensichtlichen Gründen. Weil ich hoffe, dass ich nicht aufleveln werde in dieser Welt, weil ich mein Ideallevel für das finale Spiel schon erreicht habe. Und das hier ist so ziemlich die letzte Sache, die ich noch tun muss, die mich aufleveln könnte. Aber okay. Bitte, wenn ihr einen Kampf haben wollt, den könnt ihr haben. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich bin ziemlich grumpy deswegen. Eigentlich nicht. Okay. Ihr seid ein bisschen heftiger. Ich verstehe schon. Kümmert mich allerdings nicht. Au! Weißt du was? Wir gehen mal in die Heldenform. Ach, ich habe den schon besiegt dabei. Wusste ich doch, es spawnen noch welche nach. Ich glaube, ich hätte die Weisenform eigentlich auch besser gebrauchen können. Aber dann wiederum, Leveln hat jetzt nicht so den großen Status, den es vorher hatte.
Aus Gründen, die ich später noch erklären werde. Nebenbei das Reaktionskommando. Ich weiß nicht, ob ich es jemals gezeigt habe. Ihr habt mich echt gerettet. Nicht der Rede wert. Wie ist die Lage hier? Der MCP will einen Krieg gegen die User führen. Wie steht die Situation da draußen? Ha. Da ist diese Maschine, die Herzlosen produziert. Die laufen völlig amok. Und das Kontrollsystem der Stadt hat auch mit Problemen zu kämpfen. Und es denkt, wir wären die Probleme. Aber Sid erstellt gerade ein Programm, das den MCP löschen kann. Wir holen es uns am I.O. Tower und sollten damit dann den MCP ein für alle Mal den Garaus machen können. Lasst es uns tun. Super. Wer ist eigentlich dieser Sid? Ach, er ist ein Freund von uns. Leon, Merlin, Aerith, Yuffie. Alle machen sich da draußen große Sorgen um dich, Tron. Ich muss ganz schön viele User-Freunde haben. Das Programm müsste so langsam fertig sein. Was meint ihr? Dann auf zum Tower! Gehen wir. Ja, Tron nehme ich aus der Gruppe raus, weil wir kennen sein Limit, wir kennen sein alles. Aber er hat eine neue Fähigkeit, das Auto-Limit. Na toll, ist nicht unbedingt die Fähigkeit, die ich will, wenn ich sage, ich kenne sein Limit. Ich habe die Gefährten ja in erster Linie bloß mitgenommen, um deren Limits einfach ein bisschen auszukosten. Nebenbei Synthetisiermaterialien und Schmiedbares. Haben wir da was? Gar nichts. Wenn da nicht mehr was hinzugefügt wird, dann muss ich da schon alles beigefügt haben. Das heißt, es hat keinen Sinn, da nachzusauen. So, Aero. Kann nicht reden heute. Ich nehme das Skateboard. Oder so. So, denn kämpfen will ich ja nicht aus Gründen, die ich schon bereits in diesem Part auch noch genannt habe. I.O. Tower. Nein, das ist der Datenspeicher. Verdammt. Stimmt, der I.O. Tower war das andere, wo wir das letzte Mal den Boss bekämpft hatten. Na, dieser Raum mit den zwei Truhen. Ich wünschte, ich könnte fliegen nebenbei. Aber in diesem Spiel ist das noch keine Realität geworden. Nur in allen anderen Kingdom Hearts Spielen. Und damit wenn ich wirklich allen. In einem Raum, in dem wir vorher Bosse bekämpft haben, naja, einen Boss, spawnen jetzt natürlich Herzlose, die wir ebenfalls alle besiegen müssen, um zum I.O. Tower zu kommen. Natürlich. Und da ich meine Drive-Punkt wiederbekommen habe, weil wir das letzte Mal eine Cutscene gesplittert sind, kann ich jetzt meine Waisenform einsetzen. Naja, wir sind nicht in eine Cutscene gesplittert, sondern hauptsächlich in einem Raum, wo wir, ihr wisst schon, unseren Drive wiederbekommen und aus den Formen rausgehen, weil wir dort nur einen Speicherpunkt haben. Ein bisschen Feuer gefällig. Okay. Ich muss nur dafür sorgen, dass meine Form nicht versiegt nach Möglichkeit. Oder die Formpunkte wiedergewinnen, bevor der Kampf beendet ist, weil ich plane, die Form noch an einem anderen Event dieser Welt einzusetzen. Und das kommt nicht allzu spät. Sonst werde ich einen Driver bedienen müssen im Notfall. 620. Ich glaube, mein Erfahrungsboost greift. Habe ich den überhaupt schon? Naja, so viel zu der Drive-Form. Wir kämpfen jetzt sowieso gerade schneller.
Aber ich mache dir nicht gerade sonderlich viel Schaden mit den normalen Drive-Angriffen der Reisenform. Ich müsste eigentlich immer einen Ether parat haben, wenn ich sie einsetze, um sie auch wirklich voll ausnutzen zu können. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das klappt mit, ihr wisst schon. Drive Recovery. Ach, der Reflektor, sehr schön. Dass ich meine Reisenform noch einmal einsetzen kann. Ja, wir haben's. Nee, der hat jetzt das Doppelte gegeben. Das war gerade eben also eindeutig der Erfahrungsboost. Dann behalte ich den einfach nochmal an. Wobei, ich will ihn doch gar nicht. Ich will doch keine Level steigen. Und wir bewegen uns jetzt nun einfach weiter. Das ist ein bisschen ungewöhnlich nach so einem Event. Normalerweise folgt dann immer eine Cutscene. Warning. User control is terminated indefinitely. No good. Leon, let me try. This is your final warning. Stop at once. Bon appetit. Don't talk with your mouth full. What? And you don't talk ever. Außerdem, warum konnte Leon die CD nicht einschieben? Ich meine, das war doch unser Plan, weswegen er hergekommen ist. Egal. What are you loading? Nothing's come in yet. Leon, come on! There. All right! What's it like? This is very strange. That's Morgan's magic! Huh? There's a power booster for me. And flight routines for the Solar Sailor. Meaning we're set? Well, like you users say, we won't know till we give it a try. We'll need a sailor to reach the MCP, so let's get to the simulation hangar. Tron hat neue Abilities gelernt. Ich glaube, es ist nur eine eigentlich. Hauptsächlich sind es die Codes für den Solarsegler, den wir jetzt bekommen haben, deswegen wir das tun mussten. Na gut, Blitzboost und MP Hass. Es sind eigentlich zwei recht gute Abilities. Und er kann keiner davon ausrüsten. Komplette Komprimierung, Blitzimpuls. Tron hat überhaupt keine AP. Und ich gebe mir jetzt auch keine Items. Das ist schon gut so. Obwohl ich Tron auch benutzen muss im Laufe dieser Welt, muss man noch dazu sagen. Aber da kommen wir noch hin. Jetzt erstmal werde ich wieder allen nicht gerade gezwungenen Kämpfen aus dem Weg gehen, um zu verhindern, dass ich auflevel, weil ich glaube, es ist bald soweit. Und ein Level-Up werde ich wahrscheinlich haben. So, da draußen können wir den Solarsegler betreten.
Und euch ignoriere ich nebenbei. Ich mag meinen Doppelsprung, muss ich sagen. Na gut, ich muss nicht. Es ist nicht so, als würde da jemand mit einer Waffe hinter mir am also so stehen und sagen, du musst sagen, dass du jetzt sagen musst, dass du den Doppelsprung geil findest. Sonst drücke ich ab und erschieße dich. Warte mal, das hatte ich schon mal. So in der Art. Egal, Solarsegler. Sieht ein bisschen aus wie Mega Rayquaza. Wegen dieser ganzen Sachen, die sich so am Schwanz des Seglers verbinden. So wie, keine Ahnung, so eine gewisse Delta-Episode von Pokémon Alpha, Rubin und Omega Saphir. Nein, umgekehrt. Ich verwechsel das immer. You've got to keep a lookout. The MCP isn't going to just let us waltz in. Und hierfür wollte ich noch die weisen Form haben. Und ich würde sagen, die setzen wir auch so gleich ein. Au. Jetzt wird rumgeweist. Ich ziehe euch eure Weisheitszähne. Ich meine, weiß ein Programm, der nicht wann es Schluss ist, und das ist eine Menge Feuer, was wir hier haben. Au. Echt? Ich konnte ihn nicht töten damit? Das ist ja mager. Das ist schlimmer als mager Quark. Mensch! Oh je. Armer Goofy. Der vergewaltigt die ja gerade. Jedenfalls so, wie sich das anhört. Oh, ich habe endlich wieder Magie. Ein bisschen was muss ich jetzt einsetzen, solange ich noch die Form habe. Vergesst es. Dafür kann ich einen besseren Versuch wagen. Das ist das Positive daran. Ach übrigens, man kann ja leicht sterben, wenn man sich nicht heilt. Und wirklich jede Magie ausnutzen will. Ja, ich weiß, ich hätte immer noch einen Aether in meine Quicksort-Leiste legen können, damit ich das hier besser schaffe. Wobei, habe ich überhaupt Aether? Ich weiß es gar nicht. Diesmal machen wir mal ein bisschen Eis. Und jetzt kommt die weise Form. Meine Magie ist wieder aufgefüllt. Und jetzt sollte uns das leichter fallen. Und sie sind schon vorgeschädigt, das heißt, diesmal werde ich sie töten und die Erfahrungspunkte sammeln. So, das hast du dir jetzt zuzuschreiben. Echt jetzt? Nur für das bisschen? So, die Kleinen davon kriege ich aber am besten. Habe ich hier zufällig einen Aether? Mega Aether. Nehmen wir einfach mal. Damit wir jetzt alle erledigen. Und ja, ich habe ein Level abgemacht. Leider ist es doch noch passiert. Au. Na. Schade, das 3 konnte ich nicht nutzen. Und das war's für die Form. Dafür bin ich allein jetzt stärker. Was, der Stoß? Ich wollte den Stoß machen. Oh, Donald killt ihn einfach mal. Ist okay. Ich sammle mal ein bisschen Geld auf. In der Zwischenzeit, ich krieg noch eine Weisenform hin, wenn das so weitergeht. Aber es könnte auch sein, dass ich sterbe. Müssen wir verhindern. Außerdem, das Gewicht erhöht sich, obwohl ich die meisten schon runtergekloppt habe. Das Gewicht bleibt einfach. Das ist ein bisschen unlogisch, will ich mal anmerken. Das Gewicht müsste wieder auf Null sinken, wenn ich erstmal alle erledigt habe. Und hurrah! Au. Ein Magnet hätte ich auch gut gebrauchen können, wenn ich das mal so sehe. Das Gewicht war voll. Okay. Dann würde ich mal sagen, lerne ich aus meinem Fehler und tue jetzt einen Magnet da rein.
Weiterer Fehler. Schön meine Items bedienen. High Potion, da können wir dann... Normalen Äther habe ich nicht. Ich habe nur Mega-Äther. Oh je. Zwei Stück. Ja, die resetten sich, wenn ich sterben sollte. Beziehungsweise, wenn die ja voll werden sollten. Diesmal die Waisenform von Anfang an. Diesmal ein Magnet. Sofort. Magnera oder Gar ist es. Ich weiß es gerade nicht, welchen ich da jetzt habe. Warum auch immer der rausgekickt wurde. Der kickt sich immer automatisch raus. Merkt ihr das? Schade. So, weiter geht's. Vielleicht ist es doch besser, ein Feuer einzusetzen statt ein Magnet, weil das weniger Magie verbraucht. So, sehr gut. Den konnte ich gebrauchen. Die Hauptsache ist, dass wir das schnell schaffen. So, jetzt. Man hat es gemerkt, wenn ich die Potion hochwerfe, also den Mega-Ether, dann kriege ich noch nicht den Heileffekt. Der kommt erst später. So, jetzt muss ich den Drive kriegen. Okay, zwei weniger. Das ist gut. Ich muss sie sehr schnell erledigen jetzt. Jetzt kommen die Großen, was nebenbei die letzte Welle ist. Und sobald ich den Drive voll habe für die Waisenform, ist Donald tot und ich kann nicht in die Waisenform. Dann halt die Heldenform. Ich muss es jetzt schnell schaffen. Es klappt nicht. Sie werden mir alles ab und ich sterbe. Das war's. Ja. Exakt. Ihr versteht, welches Problem ich gerade habe. Ich kann sie nicht schnell genug besiegen. Vielleicht ist die Meisterform in der Lage, mir zu helfen. Da muss ich erstmal ein bisschen Drive anschlagen, dass ich die Meisterform aktivieren kann oder die Limitform. Vielleicht sind die gerade ein bisschen schneller. Waisenform leveln würde sich ja anbieten, ehrlich gesagt, weil hier viele Herzlose an einem Fleck sind, aber das Spiel wird das nicht zulassen. Au. So, jetzt aber. Und weiter geht's. Man kann nicht verleugnen, dass es ein bisschen mehr zieht. Au. Außerdem kann ich besser angreifen. Ja, wo bleiben die denn? Wenn das schon auf Zeit geht, dann sollten die gefälligst auch kommen. Mensch. So, das Dumme ist, ich kann in der Waisenform nicht so lange bleiben. Aber ich habe dafür solche geilen Magnetkommandos. In dieser Form. So, das war das. Und das sollte uns einige Zeit verschaffen. Sachen werde ich jetzt nicht aufsammeln, weil wir müssen es schnell machen. Und solange Herzlose da sind, füllt sich die Anzeige. So, ich habe gleich wieder Magie. Und die werde ich dann erstmal einsetzen. Vor allen Dingen Reflektormagie. Komm schon, mehr Reflektor. Und jetzt in die Heldenform. Ich wollte eigentlich die Waisenform nehmen. Aber es ging nicht. Weil Donald schon wieder tot ist. Und man hört mal auf, unsterblich zu sein während eurer ganzen Angriffe. Da ist der Letzte und ich komme nicht zu ihm hin. Ich... Oh. Vielleicht fühlt sich die Anzeige jetzt weniger, weil es nur noch einer ist. Aber ich muss mich jetzt beeilen. Okay. Guckt euch das Gewicht an. Mensch. Und ich erlerne Explosion, eines der geilsten Fähigkeiten, also Angriffsdings, ja, die Sora erlernen kann. The MCP is straight ahead. Time to settle things for good. Aber erstmal sehe ich da vier Truhen.
Mal gucken, Orichal kommt plus. Abilitamin. Alles sehr gut. Ja. Erstmal eine Karte und dann noch eine verlorene Seite, würde ich sagen. Was auch immer eine... Nein, das ist ein... Kosmoglücksbringer. Was auch immer eine verlorene Seite hier zu suchen gehabt hätte. Warum wäre die digitalisiert worden, wäre meine Frage gewesen. Aber dann erinnerte ich mich, genau deswegen ist es auch keine Seite. Wow. Angelegt. Und ein Abilitamin. Sora. Yay, Sora. Deine Explosion kannst du sofort erlernen. Da halte ich dich nicht auf. Bom. Noch irgendwas für 2 Punkte? Situationsboost. Ehrlich gesagt hilft ein Situationsboost in dem folgenden. Denke ich. Gut, gehen wir rein. Ach ja, ich habe den Kampf in Drive beendet und das hier war wieder so ein Safe-Raum. Deswegen habe ich meinen Drive wieder. Who was that? Sark, the MCP's number 2. Tenacious little bugs, your time is up. Prepare for deresolution. Mit 1000 herzlosen Melody, außerdem den Stare, den er am Anfang gegeben hat. Ich töte euch allein mit meinem Blick. Das ist unser Boss, nicht der MCP, sondern Sark. Und ich kann seinen Data Transfer zurückschleudern. Wenn es mir gelingt, versteht sich. Ein bisschen Magnet hilft immer. Die Explosion werden wir sehen, wenn wir umrundet sind. Wahrscheinlich nicht in diesem Kampf. Das war die Explosion nebenbei. Ein schönes Kommando. Und zurückschleudern, Sark. You suck. Sorry. Das war's. Mit einem Hochschleudern besiegt. Yay, ihr beiden springt. Also Donald und Goofy, das war geil. You're very persistent, Tron. I'm also better than you. We would have made a great team. Now for the MCP. This thing is the MCP? That's it. Ugly, isn't it? Tron, don't you understand? We don't need users. We've advanced. They're superfluous. Be a part of me, and together the world will be ours to control. MCP, you still don't get it, do you? Sark! Sark! All my functions are now yours! Sumo-Ringer Sark ist wieder da. Ja, das eben war ja nicht viel von einem Bosskampf. Jetzt müssen wir den MCP bekämpfen. Und Sark ist nebenbei immer noch nur ein Beiwerk, das den Kampf schwerer machen soll, aber nicht wirklich tut. Wir kämpfen gegen seine Füße. Und vernichten seine Füße. Und im Anschluss werden wir Sarks Lebensleiste runterkloppen, was nebenbei alles andere als schwer ist. Dann nochmal wieder seine Füße attackieren. Ach ja, ab und zu mal wird Sark angreifen. Aber nicht der Rede wert, wie man sieht. Und dann wird er mit seinem Daten-Arrow fliegen. Das ist der MCP-Schutzschild. Den können wir runterkloppen, wenn wir ihm nur genug schaden. Aber nur diese eine
Seite. Und jetzt muss ich wechseln, denn jetzt brauchen wir Tron. Wollte ich sagen, denn nur mit ihm können wir das hier machen, logischerweise. Und jetzt, dafür den Situationsboost, werden wir ihn mit Dreieckmeschen zur Strecke bringen. Aber pass auf, die ganzen Sachen, die sich jetzt neu erst eliminiert haben, werden Lasern auf uns schießen. Jetzt muss ich entweder mein Loch suchen oder ein neues schaffen. Außerdem hat er Sark wieder funktionsfähig gemacht. Aber ich zeige euch nochmal was zu Sark gleich. Erstmal ein bisschen weiter schaden. Danke, damit habe ich aber gerechnet. So, ich brauche jetzt Tron am Leben. Die Wand ist hilarious, denn guck mal, was sie mit Sark macht. Deswegen ist Sark alles andere als schwer. Vor allen Dingen deswegen. Nebenbei, Tron und Goofy sind tot. Ich weiß nicht, wie ihr das mit Goofy seht, aber ich sehe, dass er tot ist in der Lebensleiste. Ich wusste nicht, dass hier ein Sticker war. Oh je. An den Sticker muss ich mich nochmal erinnern. Tron ist wieder da. Ja, ich gehe irgendwo hin. Stirb doch, komm, Mann, das sagt jetzt, bist du dran. Naja, es ist gut genug, um dich aufzuhalten, meinst du nicht? Wenn nicht, dann überzeug ich das vielleicht. Ich hau den Riesenkopflaser rein, yeah. Das war zu vorhersehbar. Ja, aber hauptsächlich werde ich von denen wohl getroffen. Ist so ein Common Theme. Ich hoffe, dass ich die Laserattacke so überleben kann, aber verlassen wir uns nicht drauf. Denn ich will Tron am Leben haben, so schnell es geht. Ja, und genau deswegen gehe ich irgendwo hin, weil du dann die Wand aufstellst, mit der ich dich sofort erledige. Dahin ist das Loch. Ah, vergiss das Loch. Die haben alle Löcher sofort wieder... Ne, verpasst. Außerdem ist Tron schon wieder... Naja, tot. Goofy gleich auch nebenbei. Ich schätze mal, ich nutze die Zeit, um noch ein paar Löcher zu produzieren. Ja. Aber erstmal Commander Sack muss. Ups, ich habe mich nochmal Dreieck gedrückt. Ja, ehrlich gesagt, ja. Aber ich mache nichts ohne meinen Sarkwald. Meine Sarkwand. Entschuldigung. Das ist gut genug für dich, das kann ich nur wiederholen. Echt jetzt? Tron hat es schon wieder hingerafft? So, komm, wir haben hier ein Loch. Das nutzen wir jetzt. Komm schon. Wir sind gleich auf dem letzten Lebensbalken, MCP. Ich nutze es am besten bis zum Schluss. Ich habe ja eh keine Magie, um das abzuwehren. Na, verdammt. Tron ist schon wieder weg. Zack, du bist eine Witzfigur. Wenn Zack mir nicht glaubt, dann sollte ihm das da auf die Sprünge helfen. Bam. So. Wie bist du schon wieder gestorben, Tron? Er ist der einzige Grund, warum der Kampf so lange dauert. Weißt du was? Donald kann noch heilen. Ja, das hätte ich den ganzen Kampf über tun sollen. Kämpfen wir mal gegen Sark. Würdigen wir mal, dass seine Existenz tatsächlich da ist. Etwas, was ich nicht sonderlich gut kann. Sark ernst nehmen.
Storm. Corrupt Data. Aha, also korrumpiere ich seine Daten. Ist klar. Weißt du was, gib mir eine Wand. Hab nur ein bisschen gewartet für eine dramatische Pause. Diesmal sollten wir es haben. Wow, sehr gut. Oh nein. Ich war zu weit weg. Stopp. So, danke. Und jetzt machen wir das. Ich wollte sagen, wir haben das Loch in perfekter Reichweite und dann mache ich aus Versehen das Limit. Aber man kann es ja zum Glück stoppen. Genau wie diesen Kampf. Der ist nämlich auch gestoppt. Genau wie die MCP.exe. I see Tron has a silly side, too. I learned it from you. Of course, I do have my silly limits. Okay, then I'll tweak your program when I get back to the user world. You? Maybe we better not try that. Aw, how about it, guys? Singin' Tron? Dancin' Tron. Sound good? Yeah! Okay, fine. But before I crash, Sora, Donald, Goofy, and all the users out there, thank you. You really helped me. You made me so much stronger. You taught me what friendship is truly all about, and I'll never forget it. As soon as I met you, I knew we were going to defeat the MCP and free the system. Isn't this what users do when they're sorry to say goodbye? It's a first for me. Gorsh, Tron, it's like a promise that we'll see each other again real soon. Okay, well then. I promise. Where are you going? Oh. Tron. Are settling down in town. The only Heartless left anywhere are the local variety. And it looks like there are fewer than before. Now if we can just get those three back in one piece. You're here! Welcome back! How's the town? A-okay! Not a single trace of the MCP either. Everything's back to normal. We made it. Hey, why the long face? What happened? Tron just disappeared. And he promised we'd see him again. What's happening? Greetings, friends. System is up and ready for user input. Tron! Stay in touch. Yeah. And bring out Tron! Hey, stop that. It tickles. Tron is ticklish? How about this? Please, stop that. Hi,
I think Tron's been hanging around those guys too much. Wait, just a moment. I want to show you something I dug up from the system archives. You can see the town back when it was first built. That's right. I remember now. Just like the old days. I'd be fascinated to ascertain as to when the town got such a dreadful name as Hollow Bastion. You know, this town had another name once. Radiant Garden. Und eine neue Episode. Damit ist es sowieso in Stein gesetzt. Ich habe es ja schon am Anfang von Kingdom Hearts 2 erklärt und muss niesen gleich. Hollow Bastion ist Radiant Garden. Und jetzt werden wir es auch nie wieder Hollow Bastion nennen, denn da steht es jetzt offiziell Radiant Garden. Die Welt wurde gerade umbenannt. Hollow Bastion ist Vergangenheit, aber diesmal in einem guten Sinne. Und was wir dann noch als weiteres zu tun haben werden, das, Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge. Jetzt haben wir erstmal Space Paranoids abgeschlossen und ja, Hansens Computer wieder in Gang gesetzt. Danke fürs Zusehen, kommentiert nicht vergessen, Dragline is over and out. Im nächsten Part werden wir uns Hollow Bastion 9 Radiant Garden widmen. Tschüss!